Würzburg. Erfahrung. Kreativität. Leidenschaft. Musikalisch. Ich bin hier gelandet, weil ich hier das schöne Doppelfach studieren kann. Ich finde die Leute sehr cool und die Übermöglichkeiten sind sehr gut und die Umgebung sehr schön. Weil es hier einfach vom Fach, vom Professor ja am besten ist. Und Musik ist halt einfach für jeden, irgendwie jeder hat Freude, wenn er Musik hört, egal was man jetzt hört. Und das ist ja für jeden, glaube ich, wichtig, Musik zu hören und das verbindet ja auch viele Menschen. Musik ist mein Leben, meine Leidenschaft. Ja, die Aufnahmeprüfung war für mich relativ schrecklich, weil das ist eine Geschichte von circa 20 Minuten, auf die man sich monatelang vorbereitet. Und wenn man auch, wie in meinem Fall, sehr speziell hier an diese Hochschule möchte, dann entscheiden 20 Minuten dann über, in dem Fall, 4 bis 5 Jahre oder noch länger. Also ein ständig wiederkehrendes, schönes Erlebnis für mich ist es, mit Studierenden umzugehen, zu sehen, wie sie sich entwickeln. Bei mir im wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel, wie ich sehe, dass auch künstlerisch sehr hochkarätige Studierende dann plötzlich entdecken, dass Wissenschaft auch nicht uninteressant sein kann und zum Beispiel eine tolle Staatsexamensarbeit oder Bachelorarbeit schreiben. Letztes Jahr, da haben wir mit dem Hochschulchor den Lobgesang von Mendelssohn aufgeführt und das war ziemlich cool. Franken ist natürlich sehr musikalisch. Hier gibt es sehr viele Musikvereine, viele Chöre, aber es gibt auch zum Beispiel in Würzburg eine extrem gute Kleinkunstszene. So lange sind wir ja noch nicht hier, bin aber gespannt, was noch alles auf uns zukommen wird.